Histamin. Was ist eigentlich Histamin? Bei Histamin handelt es sich um ein Diamin. Und da hören wir auch schon raus, es hat eine Beziehung zu den Enzymen, die es abbauen, nämlich die Diaminooxidase. Und das ist das, was die meisten Menschen auch schon kennen, wenn es darum geht, etwas über eine Histaminunverträglichkeit zu sagen. Ja, meine Diaminooxidase-Aktivität ist erniedrigt. Nun gibt es aber eine Diskrepanz zwischen den Messwerten und den Befindlichkeiten der Patienten, sodass man also mitunter niedrige Diaminooxidase-Aktivitäten hat, aber die Patienten sagen, ich habe mit Histamin kein Problem. Und im Umkehrschluss, dass man das Erlebnis hat, dass im Grunde genommen die Diaminooxidase gut ist, aber der Patient trotzdem sagt, immer wenn ich Histamin zu mir nehme, habe ich ein Problem. Dafür gibt es mittlerweile die totale Histaminabbaukapazität, die man im Blut erfassen kann und über die man diesen Wert oder diese Fragestellung auch objektivieren könnte. So eine Histaminintoleranz äußert sich in einer verminderten Verträglichkeit, also wir tolerieren es nicht so gut. Da kann es daher kommen, dass es durch eine Allergie verursacht wird, über eine klassische Sofortreaktionsallergie, vom Typ 1, IgE bestimmt man dann als Antikörper und meistens merkt man auch schon, ich stecke mir was in den Mund und es fängt sofort an, in irgendeiner Form anzuschwellen, zu jucken, zu brennen, was auch immer. Das ist meistens nicht die Fragestellung, die man dem Arzt stellt, weil die kann man selbst beantworten. Man sagt ja, immer wenn ich das mache, habe ich ein Problem. Schwieriger ist es, wenn man etwas isst und eine halbe Stunde später oder auch bis zu 2-3 Tagen später Symptome auftauchen, man gar nicht mehr so genau sagen kann, woran liegt das eigentlich? Oder dass man es manchmal verträgt und manchmal eben nicht. Und da muss man sich vorstellen, was trägt dazu bei, dass diese Empfindlichkeiten, diese Verträglichkeiten, diese Toleranz-Kompensationsspannen denn so unterschiedlich sind. Und dafür muss man sich klar machen, welche Einflussgrößen haben wir. Auf der einen Seite hängt es natürlich von der Mikronährstoffversorgung des Körpers ab, die eine antioxidative Kapazität ermöglicht, die zum Beispiel auch die Mikronährstoffe beinhaltet, um die ganzen Enzymsysteme zum Abbau des Histamins zu ermöglichen. Und es kann auch daran liegen, dass zum Beispiel ein bis dato unentdeckter Prozess, den wir im Blut mit dem Rantes-Wert erfassen, dazu beiträgt, dass die basophilen Granulozyten sich leichter ihres Histamins entledigen und damit eben eine Pseudoallergie machen, also quasi Histamin freisetzen, ohne dass wir einen Antikörper finden und ohne dass es eine echte Erklärung gibt, wie man sie manchmal auch bei Sport oder bei Belastung oder bei psychischem Stress erlebt. Nahrungsmittelunverträglichkeiten würden wir erfassen, neben den klassischen IgE-Antikörpern, was ja eine Allergie ist, jetzt die Unverträglichkeit, mit Immunglobulin G. Immunglobulin G beinhaltet so etwas wie Gedächtnis, wie Memory, wie das vergisst der Körper auch so schnell nicht, wie wir das eben auch von Impfungen kennen. Da gibt es dann die Unterteilung IgG 1 bis 3 und IgG 4. IgG 1 bis 3 ist etwas, wo der Körper sagt, das ist gefährlich, da entwickelt er eine Entzündung, das ist also ein TH1-Stimulus in der Immunantwort. Und IgG 4 ist schon wieder, wir machen mal etwas dafür, dass wir es besser vertragen, wir haben eine TH2-Stimulus. Und diese IgG 4 wünscht man sich, wenn man zum Beispiel eine Hyposensibilisierung macht. Also das, wenn man zum Beispiel eine Pollen- oder Wespen- oder Bienengiftallergie hat und damit zum Allergologen geht und immer wieder mit der Sublingualtablette oder mit der subkutanen Spritze an das Allergen, also an das, woran man allergisch ist, gewöhnt wird und dann steigt dieser IgG-4-Spiegel an. Am Ende sagt der Allergologe aber nicht so, jetzt ist der Spiegel gut, Sie können jetzt bedenkenlos sich stechen lassen oder die Nase in den Pollen halten, sondern sagt auch da weiterhin, seien Sie vorsichtig. Und genau diese Empfehlung möchte ich Ihnen für die Laborergebnisse solcher Messungen auch ans Herz legen, denn die Allergologen sagen ja, das sei völlig normal, dass man solche Antikörper hat, das hätte halt jeder. Das sehe ich nicht so, weil eben doch ein Großteil meiner Patienten Auffälligkeiten hat oder auch keine Auffälligkeiten hat. Und die, die keine Auffälligkeiten haben, sind keineswegs Nulldiätler. Und daher ist es eben nicht normal, sondern es ist im Vorausgang ein Durchlässigkeitssyndrom im Darm gewesen,
Nahrungsbestandteile haben die Darm-Blutschranke überwunden, haben im Blut eine Reaktion ausgelöst nach dem Motto, ihr gehört hier nicht her, ich brauche eine Gegenreaktion, also einen Antikörper, und so entwickelt sich eine Unverträglichkeit. Das passiert auch, wenn ein Sportler zum Beispiel sich so sehr anstrengt, dass das Blut umverteilt wird in die Muskulatur, dann fehlt es im Darm, dann wird die Blut-Darm-Schranke durchlässig, ein Leaky Gut-Syndrom. Und wenn er meint, er müsse ausgerechnet dann noch was essen, dann kann es sein, dass er auf diese Dinge eine Unverträglichkeit entwickelt. Das Gleiche passiert, wenn Mutti sagt, Kind, nur isst doch was, weil es eigentlich gar nichts essen will, weil es krank ist. Und dann sollte man dem Körper die Chance geben, zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal etwas Wichtiges, nämlich gesund werden, und danach kann ich dann wieder essen. Wenn diese Testergebnisse alle unauffällig sind, wir aber dennoch solche Symptome haben, dann kann es daran liegen, dass wir mit dem angeborenen Immunsystem ein Problem haben. Dazu gehören hauptsächlich die neutrophilen Granulozyten oder auch die Eosinophilen. Und die können im Direktkontakt quasi schwellen, bis sie zerplatzen, ihren Inhalt freisetzen und damit einen hohen prooxidativen Stress auslösen. Und ob das tatsächlich zutrifft auf sie, kann man mit dem ALCAT-Test erfassen. Und da geht es dann nicht nur um die Lebensmittel, sondern auch um Zusatzstoffe oder um Anlagerungen von Pestizidrückständen oder von Farbstoffen oder von Konservierungsstoffen, oder es geht um Gewürze, oder wir haben unter Umständen die Problematik mit dem Functional Food, was man also ja auch als Gesundessen in irgendeiner Form hat, aber nicht für jedermann geeignet ist. Dann gibt es noch die Frage mit dem FODMAP. Das heißt also, gerade Menschen, die überhaupt nicht so richtig umgehen können mit Kohlehydraten, müssten dann wirklich mal schauen, mit welcher Gruppe kommen sie denn einigermaßen klar. Das bedeutet, dass also Gemüse und Getreide unter Umständen oder Obst und Früchte und Fruchtsäfte ein No-Go sind. Auch selbst der Zucker in Milchprodukten könnte problematisch sein. So, wir haben ja das Thema Allergie oder Unverträglichkeit. Und dazwischen steht das sogenannte Thema der Pseudoallergie. Das heißt, wir finden keine Antikörper, wir finden auch im ALCAT-Test nichts und dennoch treten die Symptome auf. Es kann auch sein, dass der Randeswert völlig unauffällig ist. Daher ist natürlich die Take-Home-Message, was bringt denn in meinen Körper eigentlich die Histamine hinein? Wenn sie also nicht im Darm durch Fehlverdauung erzeugt werden, dann müssen sie gegessen worden sein. Und gegessen worden bedeutet, alles was geräuchert und luftgetrocknet, also Fisch, Servelatwurst, Schinken oder Fisch, der bei Raumtemperatur auftaut oder gereift ist, wie zum Beispiel Käse, am schlimmsten der Parmesankäse oder Sauerkraut, nicht nur Säfte, Big Pickles, dann gibt es die Essigvarianten, am schlimmsten der Balsamico-Essig, dann gibt es die Nachtschattengewächse, wir haben die Monamine, wie wir sie in Schokolade, in Nüssen zum Beispiel finden, wir haben grundsätzlich die Nachtschattengewächse, es gibt auch Pflanzen, die zum Beispiel Histamin freisetzen, die Liberatoren, dazu gehören vor allen Dingen die Erdbeeren, die ja jetzt demnächst kommen, sodass man also, wenn man so ein Gefühl hat, erstmal darauf achten sollte, dass man möglichst wenig histaminhaltige Lebensmittel zu sich nimmt. Eine weitere Geschichte, die noch zu Unverträglichkeiten führen kann, ist der Unterschied zwischen ich esse gedünstete oder rohe Naturprodukte. Pflanzen müssen sich vor Fraßfeinden schützen. Das bedeutet, dass sie Substanzen enthalten, die die Verdauungsenzyme dieser Tiere, Insekten in der Regel ja, einschränken. Das bedeutet aber auch, dass diese Enzyme unsere Verdauungsenzyme einschränken können. Und dann erzeugen wir durch das Essen gesunder Lebensmittel individualmedizinisch unter Umständen eine eingeschränkte Verdauungsleistung, also eine exokrine Pankreasschwäche, weil diese Enzyme gehemmt werden. Und dann werden diese Lebensmittel im Dickdarm durch Bakterien nachverdaut und erzeugen dadurch möglicherweise Histamine, obwohl wir gar keine Histamine gegessen haben. Und auch das ist im Zweifel messbar, einmal mit der exokrinen Pankreaselastase und zum anderen natürlich auch mit dem Histamin im Stuhl. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Saft und kraftlos. Wenn es nach dem Essen auftritt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder um einen Histaminanteil in diesem Lebensmittel handelt, relativ groß. Tritt es erst mehrere Stunden später auf, ist es wahrscheinlich eher eine Unverträglichkeit denn eine Histaminintoleranz. Sollten Sie also in dieser Richtung Symptome zeigen, macht es an erster Linie Sinn, und das kostet kein Geld,
einfach mal sich histaminarm und vielleicht auch Fruchtzucker und Sorbitarm zu ernähren und zu gucken, ob sich diese Symptome wiederholen oder nicht. Wenn Sie nicht weiter wissen, dürfen Sie mich auch mal fragen.